einen Punkt nehmen wir mit aus Düren. Wie zufrieden bist du am Ende des Tages mit dem Punktgewinn? Der Punkt selber, über den bin ich ganz ehrlich, kann ich mich gar nicht so recht freuen. Wir hätten natürlich sehr, sehr gerne einen Dreier mitgenommen. Ich glaube, das wäre heute auch möglich gewesen. Wir hatten uns vorgenommen, über 90 Minuten griffig zu sein. Es wurden dann nachher 97, in denen wir griffig waren. Wir waren heute, denke ich, von der ersten Minute an da. Das war ein ganz großes Thema diese Woche. Das haben wir umgesetzt. Wir haben über Abläufe gesprochen. Das haben wir weitestgehend umgesetzt. Aber da sind wir dann auch beim Thema, wo wir den Finger in die Wunde legen müssen. Da sind wir eben noch nicht ausgereift. Da haben wir in einem Spielaufbau dann ein Ballverlust, der uns dann nachher das 1:0 des Gegners einbringt. Und das ist dann, sind wir direkt beim Thema für die nächste Woche. Das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen, Abläufe zu festigen und so weiter. Man hat heute schon gesehen, dass die Abläufe gegen den Ball, finde ich, gut gepasst haben. Wir haben defensiv sehr, sehr stabil gestanden und dass Düren dann eben mit diesen blitzschnellen Leuten eine gute Umschaltmannschaft ist und dann auch nicht überraschenderweise auf diese Art und Weise das Tor erzielt, ist eben bitter. Aber wie gesagt, das lag dann da nicht an der Absicherung, sondern wir haben einfach den Angriff zu sehr in eine Seite geschoben, wo wir vorher hätten auflösen können, / müssen. Nächste Woche kommt Alemannia Aachen zu uns, nächste Topspiel, du hast die Alemann gestern selber gesehen. Wie bereitet euch auf das nächste Spiel vor? So wie wir uns auf jeden Gegner vorbereiten. Klar ist das ein Spiel zweier großer Traditionsvereine, aber am Ende geht es um 3 Punkte. Und da geht es für uns darum, die neue Siegesserie einzuleiten und den Alemannen seit langer Zeit mal wieder eine Niederlage zuzufügen. Drück mir die Daumen, dass das klappt. Danke dir, Christian, und noch ein schönes Wochenende. Tobias Peitz bei uns. Der Platz sieht sehr umkämpft aus, war ein umkämpftes Spiel. Wie schätzt du das Spiel heute ein? Ja, absolut, wie du sagst. Ne? Also sehr, sehr umkämpftes Spiel auf einem sehr, sehr schwierigen Platz. Also ich denke, wir haben ein bisschen gebraucht, um uns dran zu gewöhnen. Vom Kämpferischen waren wir trotzdem Minute 1 da, das muss man schon sagen. Das war gut. Ja, klar, gehen wir wieder in Rückstand, was halt ein bisschen schade ist, weil wir das Spiel eigentlich unter Kontrolle haben. Die waren halt nur über Standards mal gefährlich. Ist klar, wenn du so große Verteidiger und große Innenverteidiger hast. Aber ja, wie gesagt, mit mehr oder weniger der ersten Chance kassieren wir das Tor. Konnten es aber Gott sei Dank ganz gut abschütteln und gehen zurecht in, ja, machen den Ausgleich. Aber ja, schade, dass am Ende das Tor dann leider nicht zählt, weil ich glaube, für den Aufwand, den wir betrieben haben, wäre es schon verdient gewesen. Ihr wart nach dem Spiel noch bei den Fans. Was haben die euch mit auf den Weg gegeben? Das waren ja, glaube ich, sehr aufmunternde Worte. Ja, die haben es so gesehen wie wir, ne? Dass wir am Ende klar im Drücker waren, ja, uns voll reingehauen haben, in den Zweikämpfen da waren. Ich denke, deswegen hätten wir es, wie gesagt, verdient gehabt, hier 3 Punkte mitzunehmen. Das haben die halt auch gesehen und genau das wollen wir halt einfach fürs nächste Wochenende gegen Aachen mitnehmen, dass wir genau diese Basics einfach weiter auf den Platz bringen. Ihr habt die ganze Woche mit Christian Bitschow trainiert, mit unserem neuen Trainer. Was hat er mit euch die Woche über gemacht? Habt ihr viel gesprochen? Habt ihr vielleicht anders trainiert oder spezielle Sachen nochmal einstudiert? Ja, gut, grundsätzlich ist erstmal jeder Trainer anders, jeder hat einen anderen Plan. Ja, ich denke, in der kurzen Zeit, die wir hatten, ja, haben wir, glaube ich, ja, das Maximum rausgeholt, haben sehr, sehr viel einfach, ja, einfach auch über die Basics gesprochen, ne? Die Tugenden, die wir halt vielleicht in den letzten Wochen haben ein bisschen vermissen lassen, gerade was über Zweikampf und so Einstellung ging. Und ja, ich denke, wie gesagt, das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt und da machen wir weiter. Dann drücken wir die Daumen, dass es nächste Woche wieder 3 Punkte gibt und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Leon Schwer ist bei uns nach dem 1:1 am 1. FC Düren. Du hast heute die Mannschaft aufs Spielfeld geführt als Kapitän. Wie war dein Eindruck heute nach dem Trainerwechsel? Ja, wir waren, denke ich, von Anfang an ganz gut drin. Wir haben das Spiel, denke ich, ganz gut angenommen. Ist auch nicht immer ganz einfach nach so einem Trainerwechsel. Der Spirit war ganz gut. Und ich denke auch einfach, dass wir kein schlechtes Spiel gemacht haben. Natürlich gab es immer mal wieder Phasen, wo es ein bisschen schwieriger war. Aber Düren ist jetzt auch keine schlechte Mannschaft. Von daher ist das halt einfach mal so. Und natürlich, du kannst als Sieger vom Platz gehen. Aber im Endeffekt müssen wir das Ding auch über die Linie drücken. Ne? Du hast gerade angesprochen, anders war mit dem Trainer die Woche. Was habt ihr genau gemacht die Woche im Training? Wurde da sehr viel umgestellt? Ihr habt heute auch ein paar Wechsel vorgenommen. Ja, jeder Trainer hat halt immer seine unterschiedliche Herangehensweise so und Christian hat halt was reingebracht. Die Mannschaft hat es einfach gut angenommen, ist ja auch immer ein Faktor. Und wir haben einfach explizit nochmal weiter gearbeitet. Ja, ich denke einfach, dass wir das weiter in den nächsten Wochen weiter forcieren müssen, dass wir noch präziser arbeiten müssen. Und ich denke, dass wir schon mal einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Natürlich wäre ein Sieg schöner gewesen, aber erstmal die Art und Weise ist okay.
Danke dir, wir wünschen dir ein schönes Wochenende, sehen wir uns nächste Woche gegen Aachen. Charlie ist noch ein Bencher bei uns, der Torschütze des WSV. War lange ein Fragezeichen, ob du heute überhaupt spielen kannst. Du bist eingewechselt worden, hast neuen Schwung in die Partie gebracht. Fass das Spiel doch bitte mal zusammen für uns, Charlie. Ich glaube, sehr stabiles Spiel von uns. Ich glaube, wir haben gut gegen den Ball gearbeitet. Ich glaube, auch gut gespielt. Das ist nicht einfach auf so einem Platz, aber ich meine, das haben wir einfach gut gemacht. Schade, dass dann ein Ding von denen so reinfliegt, ein langer Ball und da stehen wir dann ganz kurz nicht gut und das Ding fliegt da rein und schade. Ich meine, mit den 1-1 heute ist das in Ordnung. Ja, du hast ja schon viel erlebt, du bist ja viel rumgekommen im Fußball, es kam die Woche ein neuer Trainer. Wie war das für dich die Woche? Ja, für mich war das sowieso auch wegen meiner Verletzung alles ein bisschen chaotisch, um mal so zu sagen. Aber ja, wie gesagt, viel mitgemacht und ich glaube, der Trainer hat uns gut gepackt. Der ist deutlich zu uns gewesen. Ich glaube, das hast du heute auch gesehen, dass da wieder eine Mannschaft auf dem Platz gestanden hat. Und man muss einfach weiterkämpfen. Jetzt kommt nächste Woche alle mal in die Aachen zum Westschlag anstelle am Zoo. Die haben gerade einen Lauf. Was müsst ihr da noch verbessern, dass wir da vielleicht auch 3 Punkte einfahren? Das sind, glaube ich, kleine Sachen. Ich meine, wie gesagt, heute habe ich das viele Flache habe das gut gemacht. Und nächste Woche ist wieder ein ganz anderes Spiel, ein Heimspiel, weil ich auch richtig Bock drauf habe. Dann drück mir die Daumen, dass du wieder komplett fit bist und noch ein Tor machst. Danke dir, Charlie. Schönes Wochenende.